Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Klaus-Erich Bötzkes. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Kinder weisen in der Corona-Pandemie aktuell nicht nur in Deutschland hohe Inzidenzen auf, sie haben aber ein geringes Risiko für schwere Verläufe. Wohl auch deshalb hat die Ständige Impfkommission mit einer Empfehlung für 5- und 11-Jährige gerungen. Heute nun empfahl das Gremium die Corona-Impfung nur für Kinder mit Vorerkrankungen. Allerdings sollten auf Wunsch auch gesunde Kinder geimpft werden können. Corona-kranke Kinder hat er kaum in der Praxis. Es sind eher Erkältungen und andere Atemwegsinfekte, die der Berliner Kinderarzt Jakob Maske behandelt. Eine Corona-Erkrankung verläuft bei Kindern ohnehin meist mild. Dementsprechend empfiehlt die Ständige Impfkommission auch erstmal nur Impfungen für Kinder mit Vorerkrankungen oder mit gesundheitlich gefährdeten Personen im Umfeld. Aber auch gesunde Kinder könnten geimpft werden, wenn dies denn gewünscht sei. Jakob Maske kennt durchaus solche Fälle. Enkelkinder, die ihre Großeltern besuchen wollen und diese Großeltern sind sehr schwer krank und möchten nicht, sollen nicht angesteckt werden. Es gibt Gründe, dass Eltern so große Angst haben, dass sie die Kinder zu Hause behalten, nicht in die Schule schicken. Gerade unter Schulkindern ist die Inzidenz besonders hoch. Liegt bei den 5- bis 9-Jährigen mittlerweile bei 953, fast doppelt so hoch wie die Gesamtinzidenz im Land. Hier die Zahlen der vergangenen Meldewoche. Schulkinder werden zwar häufiger getestet als andere Personengruppen, allerdings gibt es unter ihnen auch deutlich mehr positive Testergebnisse. Eine Ursache könnte der fehlende Impfschutz sein. Die Europäische Arzneimittelagentur hatte den Impfstoff von BioNTech/Pfizer bereits Ende November für 5- bis 11-Jährige freigegeben. Kinder sollten geimpft werden aus Gründen des Selbstschutzes. Die Kinder dürfen nicht die Rolle spielen, dass sie uns schützen. Sie dürfen nicht diejenigen sein, die letztlich die Impflücken bei den Erwachsenen schließen. Das müssen wir schon selbst schaffen. Die Lage von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie ist auch gerade Thema in der Ministerpräsidentenkonferenz. Außerdem wird diskutiert, ob im Kampf gegen Corona weitere Beschränkungen nötig sind. So hat Niedersachsen eine Weihnachtsruhe ins Gespräch gebracht. Darüber berät die Runde auch mit Kanzler Scholz. Es ist ein turbulenter Neustart der Bundespolitik in Krisenzeiten. Während die Ampelkoalition bereits Personalien gestern unter Dach und Fach brachte, standen heute in Berlin noch ein paar Staffelübergaben an und eine Wahl. Die bisherige Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt übernimmt erneut das Amt der Bundestagsvizepräsidentin. Sie folgt ihrer Parteikollegin Roth, die Kulturstaatsministerin wurde. Göring-Eckardt hatte den Posten bereits von 2005 bis 2013. Statt Fraktionschefin ist sie jetzt Bundestagsvizepräsidentin. Katrin Göring-Eckardt wird am Vormittag mit großer Mehrheit zur Nachfolgerin von Claudia Roth gewählt, die als Kulturstaatsministerin ins Bundeskabinett wechselt. Der Kandidat der AfD fiel auch diesmal durch. Der Abgeordnete Dr. Michael Kaufmann hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 369 Stimmen nicht erreicht. Er ist zum Stellvertreter der Präsidentin damit nicht gewählt. Amtswechsel auch im Bundespresseamt. Steffen Seibert wird von Olaf Scholz verabschiedet. Ihm folgt Steffen Hebestreit, der Scholz schon als Sprecher im Finanzministerium diente. An seine erste Begegnung mit Seibert erinnert sich der Neue gerne. Da Herr Seibert auch sofort erkennen sollte, wie ich so bin, habe ich ihm gesagt, ich finde übrigens, Sie haben ganz tollen Vornamen. Das hat ihn erst mal ein bisschen Fragen zurückgelassen. Ich hätte damals nicht gedacht, dass ich 11 Jahre später hier stehen würde, um diesen lahmen Witz noch einmal zu erzählen. Sehr harmonisch auch die Übergabe des Finanzministeriums von Olaf Scholz an Christian Lindner. Ich danke dir, Olaf, nicht nur für die sehr kollegiale Übergabe dieses Hauses und die Gespräche, die wir in dem Zusammenhang haben führen können. Ich danke dir vor allen Dingen für vertrauensvolle und konstruktive Gespräche zur Bildung dieser neuen Bundesregierung. Scholz' Geschick, scheinbar unvereinbare Vorstellungen zusammenzuführen, habe die Ampelkoalition erst möglich gemacht. In Berlin ist jetzt Nicole Konert. Frau Konert, lassen Sie uns noch mal auf die Wahl zum Bundestagsvizepräsidenten bzw. Präsidentin kommen. Der Kandidat der AfD ist erneut nicht gewählt worden. Wie lange soll dieses Vorschlagen und Ablehnen eines AfD-Kandidaten so noch weitergehen?
Ja, dieses Spiel wird vermutlich noch lange weitergehen, solange die AfD keinen Kandidaten präsentiert, der mehrheitsfähig ist. Es könnte ja auch eine Kandidatin sein, aber Kaufmann wurde im Oktober schon abgelehnt. Die AfD hätte auch einen anderen Kandidaten oder Kandidatin ins Spiel bringen können. Generell muss man aber sagen, dass sich die Parteien im Bundestag natürlich sehr, sehr schwer tun im Umgang mit der AfD und man jetzt gucken muss, wie lange das Spiel jetzt so noch weitergehen wird. Nun übernimmt die AfD den Vorsitz im Innenausschuss. Kritiker sagen, das hätten die anderen Parteien verhindern müssen. Hätten die das denn gekonnt? Ja, das ist jetzt ein lustiges schwarze Peter hin und her schieben. Wer ist schuld? Klar ist auch die SPD, die hat sich sehr schnell für den Außenausschuss entschieden, die Grünen für den Europaausschuss. Und da wird auch gesagt, das war natürlich deswegen so, weil man vielleicht Anton Hofreiter auch noch einen Posten verschaffen wollte. Und dann haben die Parteien übersehen, dass da ja noch der Innenausschuss und Gesundheit übrig sind. Zwei wirklich wichtige Themen, die AfD jetzt mit einem Vorsitzenden besetzen sollen. Und das sind natürlich Themen, die AfD besetzt und die sehr konträr zu den anderen Positionen der anderen Partei sein werden. Nicole Konert aus Berlin zugeschaltet. Herzlichen Dank. Paris, Brüssel, Warschau. Drei Stationen, eine Mission. Die neue deutsche Außenministerin Baerbock will den europäischen Verbündeten auf ihrer ersten Auslandsreise signalisieren, Deutschland bleibt ein verlässlicher Partner, auch in schwierigen Zeiten. Probleme gibt es reichlich, nämlich Klimaschutz, Ukraine-Konflikt und das Verhältnis zu China. Also genug Gesprächsstoff für die zweitägige Reise. Erste Station war Frankreich. Was gibt es Schöneres, als am ersten Tag in Paris zu sein? Mit diesen freundlichen Worten beginnt die neue deutsche Außenministerin ihre Antrittsreise. Bonjour. Gemeinsam mit ihrem französischen Kollegen beschwört Baerbock, die EU brauche eine stärkere gemeinsame Außenpolitik, etwa bei einem möglichen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in China. Ich habe selber ein großes Sportlerinnenherz. Wir werden in der neuen Bundesregierung darüber entscheiden, wie wir weiter damit umgehen. Und das aber in Einklang mit unseren europäischen Freunden. Und die warten am Mittag auch schon in Brüssel. Baerbock betont hier die Bedeutung der EU für Deutschland und fordert mehr europäische Eigenständigkeit, etwa gegenüber Russland und China. Das ist nicht nur eine militärische Frage, sondern vor allen Dingen eine Frage von Diplomatie, von Rechtsstaatlichkeit und einem starken wirtschaftlichen Zusammenarbeiten in der Europäischen Union. Der EU-Außenbeauftragte hört das gern. Liebe Annalena, herzlichen Glückwunsch. Ich habe mich sehr über Ihre Ambitionen gefreut, die EU-Außenpolitik zu stärken und unsere Werte und Interessen zupackender zu vertreten. Und ich denke, das ist sicher dringend nötig. Am Nachmittag traf Baerbock in Brüssel zudem auch den NATO-Generalsekretär und in diesen Minuten den US-Klimabeauftragten John Kerry. Auch für die neue Innenministerin Faeser ging es heute von 0 auf 100. Am Tag 1 nach der Amtsübernahme stand gleich das heikle Thema Flüchtlingspolitik auf dem Programm. Faeser reiste nach Brüssel, um mit ihren EU-Kollegen und Kolleginnen über die angespannte Lage an den Grenzen zu Belarus zu sprechen. Skandalös und menschenverachtend nannte Faeser das Verhalten des belarussischen Machthabers Lukaschenko. Kritik gab es aber auch an Polen. Willkommensgeschenke für Nancy Faeser bei ihrem ersten Treffen auf EU-Ebene. Ein herzlicher Empfang und zugleich eine erste Arbeitssitzung. Mehrere Länder haben große Erwartungen formuliert. Wir Schweden wollen mit dem neuen EU-Pakt für Asyl endlich vorankommen und eine Einigung zwischen allen Mitgliedstaaten erzielen. Dabei setzen wir jetzt große Hoffnungen in die neue deutsche Regierung. Sie soll eine wichtige Verbündete werden. Ein Konflikt in der EU ist derzeit der Umgang Polens mit den Flüchtlingen an der Grenze zu Belarus. Seit Monaten dürfen weder Hilfsorganisationen noch Frontex-Beamte an die Grenze. Stattdessen will die Regierung in Warschau die Asylregeln außer Kraft setzen. In solch einer Krisensituation, die wir gerade an der belarussischen Grenze erleben, ist es verständlich und wichtig, dass die Mitgliedstaaten die Regeln etwas weiter auslegen können, Fristen für Verfahren etwa verlängern. Aber trotzdem muss man sich immer an die europäischen Verträge und die Grundrechte halten. Deutschland unterstützt diese Position. Für mich ist es wichtig, dass rechtliche Standards
eingehalten werden an der Grenze. Deswegen wäre ein Einsatz von Frontex dort gut. Und was ebenso wichtig für mich ist, ist, dass auch die Hilfsorganisationen jederzeit Zugang zu den Menschen bekommen. Klare Worte der neuen deutschen Innenministerin beim Thema Migration auf europäischer Ebene. Der wochenlange interne Machtkampf bei VW ist offenbar beigelegt. Konzernchef Diess behält sein Amt. Allerdings beschloss der Aufsichtsrat einen Umbau der Unternehmensführung. Zum Jahreswechsel rückt der Leiter der Kernmarke VW, Brandstätter, in den Vorstand auf. Er übernimmt im kommenden Jahr auch die Verantwortung für das China-Geschäft, bislang in den Händen von Diess. Dessen Rolle im Konzern war zuletzt umstritten. Bleibt VW-Chef Diess oder muss er gehen? Es war ein zähes Ringen, das sich in den vergangenen Monaten hinter diesen Klinkerbauten abgespielt hat. Der Grund? Diess hatte den mächtigen Betriebsrat und den Aufsichtsrat brüskiert, mit Gedankenspielen mehr als 30.000 Stellen im Stammwerk Wolfsburg abzubauen. Seit dem Nachmittag ist klar, der VW-Chef bleibt. Ich glaube, wir haben so viele Herausforderungen und Themen vor uns und wir sollten uns darauf konzentrieren, diese Themen auch konstruktiv gemeinsam zu besprechen und Lösungen zu finden. Mit Blick auf die Elektromobilität steht Europas größter Autobauer vor wichtigen Weichenstellungen. Etwa 159 Milliarden Euro will Volkswagen in den kommenden 5 Jahren in neue Werke und Modelle investieren. Mehr als die Hälfte davon sollen in die Zukunftsthemen Elektromobilität, Vernetzung und Software fließen. Das Stammwerk Wolfsburg wird gestärkt. Schon ab 2024 soll dort zum ersten Mal ein Elektroauto gebaut werden, der ID.3, der bislang nur in Zwickau produziert wird. Viel Wandel, der da stattfindet, den wir gemeinsam gestalten werden. Und von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass auch die Kapitalmärkte schnell wieder Zutrauen zu unserer Strategie finden. Klar ist, VW muss Gas geben auf seinem Weg in die Zukunft. Denn Konkurrenten wie Tesla, aber auch andere Autohersteller wollen künftig die Nase vorn haben mit ihren E-Autos. Also, VW-Chef Diess, der Mann, der den Konzern umbauen soll, bleibt. Aber er bleibt nicht ungeschoren. Er wurde in Teilen entmachtet. Die Börse reagiert mit leichten Verlusten. Begeisterung sieht anders aus. Stefan Wolf, was gefällt den Anlegern nicht? Und wenn ein Konzern dieser Größe so dermaßen auf den Kopf gestellt wird, dann birgt das natürlich immense Risiken. Es muss ja nicht alles gelingen, was man sich da vorgenommen hat. Und genau diese Risiken, die sieht man momentan an den Finanzmärkten und diskutiert diese. Außerdem spricht man auch von einer teilweisen Entmachtung von Herbert Diess. Und an den Finanzmärkten hat der VW-Vorstand ein sehr, sehr gutes Standing. Deshalb VW-Aktien heute leicht im Minus. Der deutsche Aktienindex allerdings ebenso mit 47 Minuspunkten bei 15.641 Punkten. Nicht einmal ganz gute Konjunkturdaten haben an der heute eher mediokren Stimmung etwas ändern können. Und das war Stefan Wolf von der Frankfurter Börse. Vielen Dank. Seit 4 Jahren muss man innerhalb der Europäischen Union sowie in Liechtenstein, Island und Norwegen keine Roaminggebühren mehr zahlen. Man kann dort also ohne Aufpreis mit dem Handy telefonieren, SMS schreiben oder im Internet surfen. Dass das auch so bleibt, dafür haben das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union gesorgt. Sie entschieden, die Aussetzung der Roaminggebühren zu verlängern, und zwar bis zum Jahr 2032. Die italienische Filmregisseurin und Drehbuchautorin Lina Wertmüller ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Ende 2019 wurde sie in Los Angeles mit dem Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Zu ihren bekanntesten Filmen zählen Liebe und Anarchie und 7 Schönheiten. Für diesen wurde Wertmüller 1975 als erste Frau überhaupt für einen Oscar in der Rubrik Beste Regie nominiert. Und hier sind noch die Wetteraussichten. Morgen neben Wolkenfeldern teils auch freundlich, im Südwesten aber später mehr Wolken und Schneefall. -1 bis +5 Grad. Und das war unsere Tagesschau um 5. Jetzt kommt Brisant. Um 20 Uhr die nächste Tagesschau. Einen schönen Abend noch.